Also, mit diesem Titel ist es so gelaufen, dass wir haben ja ein 10-jähriges Jubiläum im Sonderfingen gehabt. Und das ist die Blasmusik des DSV Sonderfingen. Und wo ich Dirigent bin, und da hat man 10-jähriges Jubiläum. Und dann ist die Idee gekommen von dem Julian, das ist ein junger Nachwuchsmusiker, wo Tuba und Schlagzeug und auch noch singt. Und da ist uns die Idee gekommen, wir könnten doch was schreiben für die Blasmusik zum 10-jährigen Jubiläum. Und dann hat er gesagt, er hätte vielleicht einen Anfang vom Titel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal und versuche ein fröhliches Trio, ein fröhliches Trio zu machen. Und dann habe ich mich dran gesetzt. Und das ist mir auch eingefallen. Und dann habe ich das Produkt abgegeben. Ich wusste doch gar nicht, was der Julian geschrieben hat. Ich habe das abgegeben, das Trio, der Kathi. Und das war das Allerbeste. Ich gab ihr die Musik sonntags, nachmittags in die Hand, habe ich ihr das gedrückt. Und wir haben abends noch gespielt. Und nächster Tag war ich beim Unterrichten. Und da erreicht mich den Text. Und die Kathi hat mir das draufgesungen. Mit dem Genieß dein Leben jeden Tag. Und das habe ich mir angehört. Und ich muss sagen, das war Gänsehaut pur für mich. Und wie kann man so was Schönes schreiben? Ja. Aber ich bin noch nicht zu Ende, das ging dann weiter. Ich war erstmal sehr, sehr happy und habe das natürlich meinem Kumpel Ossi geschickt und meinem größeren, älteren Bruder. Ja. Und dann ist der gekommen nach 2 Tagen und hat gesagt, ja, aber hier und hier können wir es so machen. Und dann haben wir uns wirklich nochmal dran gesessen und wir haben ein paar Wörter, sage ich mal, korrigiert. Und selbst Eddie hat noch kurz mitgemacht und ich glaube, Kathi hatte nichts einzuwenden. Und so ist das Ganze entstanden und ich glaube, es ist recht gelungen. Ich bin sehr fröhlich drin. Ja, in meinem Alter muss man ja froh sein. Also ich war schon glücklich, als ich die 50 erreicht habe, muss ich sagen. Da habe ich schon mal das Kreuz gemacht. Und jetzt werde ich bald, nächstes Jahr werde ich 60. Und ich empfinde das auch so zu der jetzigen Zeit, dass jeder Tag sollte man genießen. Und ich bin dankbar, wenn ich jeden Tag genießen kann. Und ich bin der Katharina dankbar, dass sie so einen schönen Text für mich geschrieben hat. Ja, der Helmut hat im Grunde schon alles gesagt, was wichtig ist, zu genieß dein Leben jeden Tag. Er hat mir die Musik in die Hand gedrückt, wirklich so geschrieben auf ein Stück Notenpapier. Und ich habe die Melodie mir vorgesungen und mir schon vorgespielt. Und dann ist mir einfach der Helmut in den Sinn gekommen. Und wenn ihr gerade gehört habt, wie der Helmut spricht und wie der Helmut ist, dann war das ganz einfach. Die Worte sind mir quasi zugeflogen. Der Helmut ist ein Mensch, der unglaublich das Leben genießen kann und der dankbar ist für Gesundheit, für Freundschaft, für all diese Dinge, die uns alle so wichtig sind, für tolle Musik, für mit Energie zu musizieren. Man muss ihm nur zuschauen, wenn er auf der Bühne sitzt, was da rüberkommt. Und er isst wahnsinnig gerne und er trinkt gerne und er ist gerne unter Menschen. Und diese Lebensfreude war das, was mir einfach inspiriert hat. Und dann kamen die Worte ganz von alleine. Und ja, ich habe mich gefreut dann über die Reaktion, dass er das Gefühl hatte, ich habe das in Worte fassen können, was er als Lebensgefühl hat. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen. Mit Hilfe der anderen Kollegen, die dann auch noch so ein bisschen mitgemischt haben. Ja, ich denke, es ist ein schöner Titel geworden. Ja, genieß dein Leben jeden Tag. Der Helmut hat schon gesagt, man muss dankbar sein jeden Tag. Ich sehe das auch so und ich glaube, das ist keine Altersfrage. Vielleicht sieht man es, wenn man etwas älter wird, noch mehr und ist noch dankbarer. Aber ich glaube, jeden Tag ist ein Geschenk, den man bekommt, wenn man gesund ist und wenn man Freude hat am Leben.
dann ist es toll, wenn man das weiterleben kann, wenn man das weitergeben kann, auch an die nächste Generation, an Kinder, an junge Musikanten, an Leute, die in Workshops kommen oder wie auch immer. Und wenn man mit sich im Einklang ist, dann kann man das auch ausstrahlen. Und das ist für mich auch, genießt dein Leben jeden Tag. Mut in uns erwacht.